Ja, ihr Lieben, weiter geht's mit dem Immunsystem und ganz praktischen Tipps in Bezug auch, was mache ich, wenn die Angst kommt. Ja, wenn jetzt gerade so wie in der aktuellen Situation, in der wir sind, wo einfach sehr viele Menschen, glaube ich, große Angst davor haben, nämlich wirklich Existenzängste und vor diesem Hinfallen, was mache ich dann? Und ein Gedanke, der mir lange Zeit immer wieder geholfen hat und auch heute noch hilft, ist eigentlich, dass alles sich weiterdreht und weiter bewegt und nichts aufhört. Ja, also es ist nicht auf einmal vorbei und nicht aus. Und dass wir eigentlich, so wie die kleinen Menschen, das Hinfallen und wieder aufstehen lernen dürfen. Und das Bild, was ich da immer vor Augen habe, ist eigentlich, dass wir ja gehen lernen dadurch, dass wir hinfallen und sprechen lernen dadurch, dass wir falsche Worte sprechen. Ja? Ja, sehr, sehr, sehr berührend. Ja, du hast es ja täglich, dieses Ausprobieren dürfen, diesen Schöpfergeist, diesen Forscherdrang, den ja die Kinder noch so wahrhaftig in die Welt setzen. Ja, die sind immer wieder interessiert, was Neues zu lernen. Und dieses in dem Alten immer zu verharren und sich zu wiederholen, weil ich da weiß, das kann ich. Da bin ich abgesichert. Da weiß ich, wie ich ankomme beim anderen. Da müssen wir uns klar werden, das ist einfach auch eine Form, die erstarren kann. Vor allem dann, wenn wir versuchen, eine einzige Form zu perfektionieren. Also Hüther hat vor kurzem mal gesagt, das fand ich total nett, Paradies ist nichts fürs Hirn. Also so im Sinne, dann lernt das Hirn nicht mehr. Und diese Lernprozesse, die uns natürlich auch durch Krisen, durch Schicksalsschläge und vor allem auch durch Krankheit nahegebracht werden, sind existenziell für die Weiterentwicklung des seelisch-geistigen, was ich ja bin. Denn hinterher, wenn es um den wirklichen Tod geht, und den entgeht ja keiner, dann ist die Frage, was nehme ich mit an Entwicklungsprozess als seelisch-geistiges Wesen auf die andere Seite? Also im Sinne, lieber lerne ich jetzt die Sterbeprozesse jetzt, und es ist ja jetzt nett, dass wir hier Karfreitag haben, ja, wo das so symbolisch, vielleicht vor dem einen oder anderen mehr oder weniger stark ein inneres Bild ist von, was heißt denn dieses Sterben lernen im Leben? Und dazu gehört Krankheit, da bin ich ganz sicher, als möglicher Ausdruck, mich jetzt zurückzunehmen in meiner Vorstellung von meinem Leben oder auch in meiner Vorstellung, wie ich funktionieren muss. Ja, ich war gestern mit einer Frau wandern, die sagte zu mir, was habe ich davon, wenn hinterher auf meinem Grabstein steht, sie hat immer gut funktioniert. Fand ich einen netten Aspekt von der Art, wie wir so im Moment in dieser Welt drehen und drehen und drehen und drehen und alles soll perfekt sein. Nein, die Welt ist nicht perfekt und sie will auch gar nicht perfekt sein. Kein bisschen will sie perfekt sein. Aber dazu braucht es jetzt dieses Sterben lernen. Genau, und jetzt sag nochmal, wie geht es? Was haben wir für Resilienzmechanismen, um sterben zu lernen im eigenen Leben? Ich glaube, da, was mir immer, also ich schätze, da ist jeder ein bisschen anders, aber ich stelle mir das immer gern so bildhaft vor. Und dieses wirkliche Loslassen, ja, dieses annehmen können, das, was ich will, das ist jetzt eigentlich nicht da. Ja, mir fallen da immer die Kinder ein, wenn sie ihr Ich-Bewusstsein entdecken, wenn sie erkennen, hey, da gibt es dieses übergroße Ich, ja, das kann so viel. Und dann an den Punkt eigentlich kommen, wo sie erkennen müssen, dass das Ich zwar sehr viel kann, aber gewisse Dinge nicht ändern kann. Ja, also es wird die Hose an der Wäscheleine, die Lieblingshose, die nass ist, nicht schneller trocken, nur dadurch, dass ich sage, ich will jetzt diese Hose anziehen. Ja, Süß. es gelingt nicht. Ja, und ich glaube, dasselbe dürfen wir auch wieder annehmen lernen und erkennen lernen. Ja, und das ist schwer, das ist wahnsinnig schwer, ja, weil wir einfach das Gefühl haben, wir können alles. Ja, und gerade dieses die Angst, die dann da ist. Und du hast jetzt etwas gesagt von deiner Freundin, was sie erwähnt hat gestern, so dieses, ich will nicht immer nur funktioniert haben. Ja. Und ich glaube, da dürfen wir uns dieses Leistungsdenken anschauen, was in uns so verhaftet ist. Ja. Und in diesen Augenblick wieder hineinfallen. Ja. Und in das, es ist die Situation jetzt anders als vor 4 Wochen.
Ja, und wir haben vielleicht am Jahresanfang nicht damit gerechnet, was passiert. Ja. Wir würden es vielleicht jetzt gerne anders haben, gerade jetzt zu diesen Tagen, Ostern, wo eigentlich die Tage sind, wo man als Familie zusammenkommt, wo Feste sind, wo man Freunde trifft vielleicht. Ja, das ist jetzt nicht. Ja. Und das Annehmen, dieses Sterben, dieses kleine Sterben, ja, das ist etwas, wo ich merke, das braucht von uns wirklich dieses Fallenlassen, dieses Loslassen. Und Eckhart Tolle, glaube ich, sagt das so schön, Loslassen beginnt dort, wo wir etwas sein lassen. Ja? Ja. Und ja. Das Seinlassen heißt einfach zu erkennen, das ist jetzt so. Ja? Mhm. Es scheint jetzt gerade die Sonne bei uns draußen, das ist so. Ja? Ich kann die Sonne nicht wegschieben, ich kann nicht die Regenwolken herholen, auch wenn ich es mir vielleicht wünschen würde, weil der Garten dann nicht mehr so trocken wäre. Aber das sind Dinge, die sind einfach da. Und Loslassen gelingt wirklich in dem Augenblick, wo ich sage, ich lasse es sein jetzt. Ja, und das können wir in ganz kleinen Dingen üben, meiner Meinung nach. Das einfach in jedem Augenblick wieder, das, was wäre, wenn, ist so ein Satz, den wir zwar gerne anwenden, ja, nur der uns nicht weiterbringt. Ja, der lässt uns eher frustriert, glaube ich, und wütend werden. Da höre ich so ein bisschen, wenn wir das gut üben im Kleinen, dann kommt es vielleicht auch gar nicht zu diesen großen Crashdowns, Resets oder Krankheiten, Schicksalsschläge, ja, die ich ja auch so als Korrektiv begreife, für wenn ich lange zu einseitig war. Zu lange in einer einseitigen Form, in einer einseitigen Seelengeste, in einer einseitigen Willenserklärung mein Leben gelebt habe. Und dann ist natürlich auch so ein Sterbeprozess sehr viel schmerzhafter, weil dann hat sich schon was somatisiert. Dann hat sich schon, weil die Seele wie erstarrt nur in eine Richtung sich orientiert hat, fokussiert war, dann ist der Ausgleichsmechanismus natürlich auch viel schwieriger zu lernen. Und das darf man auch nicht unterschätzen, dass wenn jetzt plötzlich alles zusammenbricht, das hast du ja erwähnt, was da auch für existenzielle Ängste jetzt hochsteigen. Und da würde ich gern ein bisschen jetzt noch drauf kommen, wenn ich aber die wahrnehmen lerne, im Sinne von, die sind real, aber sie sind real als Gefühl in meiner Seele. Sie sind nicht real im Sinne von, dass ich das so entwickeln muss. Also wenn ich das auseinandernehmen lerne als Mensch, dass das, vor was ich Angst habe, nicht das sein muss, was kommt, dann habe ich mich abgetrennt, dass meine Angst die Zukunft ist. Weil dann bin ich zu sehr in der Projektion der Zukunft und eben rausgefallen aus dem, was du sagst, aus dem Hier und Jetzt, im Sinne von, ja, da ist eben Angst. Aber das ist halt jetzt meine Angst und mein Gefühl und da habe ich mich lieb drin. Da achte ich mich drin in meiner Emotion. Und dann merkt man nämlich auch, wie die anfängt, sich wieder zu beruhigen und dass es da einen Boden gibt darunter. Und wir laufen oft vor den Ängsten weg, vor Existenzängsten, vor Verlustängsten, vor Krankheitsängsten, die wir mit alten Erfahrungen natürlich an Tod auch verbinden, völlig klar. Aber die anzuschauen in der eigenen Seele und auch als was Individuelles zu erkennen, ja, weil letztlich projiziert sich diese kollektive Angst vor dem Virus im Moment hinterher immer auf ein inneres, individuelles Bild. Und mit dem kann ich dann wieder umgehen. Da werde ich stark. Da kann ich sagen, jetzt bin ich selbst ermächtigt. Als seelisch-geistiges Wesen kann ich nämlich alle Ängste anschauen, die es gibt. Und das kann mir auch niemand abnehmen. Kein Doktor, kein Staat und auch letztlich keine Impfung. Das muss ich ganz klar sagen. Denn auch eine Impfung ist natürlich eine Verführung, eine Hybris, zu glauben, wir könnten das Phänomen Krankheit aus dem Lebensprinzip eliminieren. Und wir beobachten aber, dass je mehr Impfungen es gibt, desto mehr seelische Krankheiten gibt es und desto mehr chronische Krankheiten gibt es. Das heißt, das Phänomen Krankheit verlagert sich halt, es wird immer diffuser und es wird immer weniger erkennbar eigentlich. Und ich kann es immer weniger als Individuum handeln, weil es wie verwischt, vernebelt, weil ich ja gegen was ankämpfe, was eigentlich das Natürlichste der Welt ist. So wie im Herbst die Blätter vom Baum abfallen und jeder weiß, das sind Sterbeprozesse, so sind wir Menschen als an der Stelle Naturwesen eben auch in diese großen Harmonien eingebunden. Und wir können die einfach nicht leugnen.
Du hast jetzt ein paar Sachen angesprochen. Also gerade diese Angst, da hilft mir auch immer, oder finde ich schön, dieses Bild aufzuerstehen, so wie sagen wir es, ja? Bin ich ängstlich? Das heißt, bin ich diese Angst? Ja, Oder habe ich genau. Oder Angst? haben, ja. Also, weil wenn ich Ganz etwas wichtig. habe, dann kann ich es auch wieder abgeben, ja? Aber wenn ich es bin, dann bin ich diese Angst. Und das Zweite, was mir dazu einfällt, ist, wenn wir eben diese Angst sind, wenn wir ängstlich sind, dann sind wir in einem Spannungszustand. Ja? Also dann ist unser zentrales Nervensystem in Dauerlauerstellung eigentlich. Es ist komplett angespannt. Wir können nicht mehr zur Ruhe kommen. Ja? Das heißt, bildlich, wenn ich mir jetzt eine Katze vorstelle, die in dieser Lauerstellung ist, in dieser Angststellung ist, dann hat sie alle Haare aufgestellt. Und so ist es eben auch, wenn wir in der Angst sind. Also das heißt, wenn wir wirklich diese Angst sind und nicht vielleicht mal Angst haben. Wenn ich eben Angst habe und das erkennen kann, dass da ist dieses Empfinden von Angst, vielleicht von Unsicherheit, dann bin ich das nicht und habe immer noch die Chance, den Schritt beiseite zu machen und zu sagen, okay, das ist jetzt da, diese Angst. Und mir dann anschauen, ist sie vielleicht begründet? Kann ich etwas tun, damit, also aktiv etwas tun, damit sie nicht mehr da ist, damit ich keine Angst eben mehr haben muss? Im realen Leben würde ich jetzt sagen, kann ich Vorsorge treffen, indem ich sage, okay, ich wasche mir halt öfter mal die Hände oder trage eine Maske, wie es jetzt manche Menschen machen, ja, wo ich sage, okay, dann nehme ich mir selbst vielleicht diese Angst ein bisschen und sage, okay, ich bin aktiv dabei, damit beschäftigt, das irgendwie für mich zu lösen. Ja. Und das, was noch dazu kommt, ist eigentlich, dass ich ja sehen kann, dass es bei mir liegt. Ja, also da spielt das jetzt rein, was du am Schluss gesagt hast, dieser Wunsch von uns, dass wir einfach die Augen schließen und uns oder irgendetwas tun, damit es weg ist. Nehmen wir Medikamente oder eine Impfung. Ja, also indem wir das ausradieren. Aber wenn ich die Augen aufmache und sage, okay, ich habe immer die Wahl. Ich habe immer eigentlich diese Macht, etwas zu tun. Ja? Ich kann mich immer entscheiden, in jedem Augenblick wieder, gehe ich einen Schritt nach vorne oder gehe ich einen Schritt zurück oder bleibe ich vielleicht stehen. Und ich glaube, der Versuch unserer Gesellschaft heute ist wirklich eben durch verschiedenste Methoden etwas zu erreichen, wo wir eben so unangenehme Situationen wie vielleicht eine Krankheit oder irgendeine andere Herausforderung ausradieren können. Ja, so wie es ja der Versuch bei der Impfung auch ist, ich impfe jetzt etwas, damit es gar nicht mehr da ist. Ja. Aber so wie wir alle wissen, funktioniert das ja gar nicht, weil die Viren und Bakterien verändern sich natürlich. Ja. Also die passen sich ja dem an, dass wir versuchen, sie auszuradieren. Und du hast es, glaube ich, im ersten Teil angesprochen, diese, wenn wir aggressiv gegen sie vorgehen, werden sie natürlich auch aggressiver. Ja. Das ist eine spannende Sichtweise, die halte ich für sehr wesentlich zu sagen. Je mehr wir in diesen Kampfmodus gehen, und das, was passiert, ist ja ein Kampfmodus gegen den Virus. Und wir müssen hochrüsten in der Gesundheitstechnologie, damit wir den bösen Feind in diesem Krieg bekämpfen. Ja, dieses Wording ist ja ein absolut männliches, kriegsdominiertes Wording dahinter. Und die Grundgeste ist Vernichtung, Vernichtung von Leben. Denn auch ein Virus oder ein Bakterium ist Leben. Ja? Der Virus braucht die Wirtszelle, das Bakterium nicht, ist klar, aber er verursacht Leben, wenn er sich die Wirtszelle findet. Und nicht gegen das Leben zu kämpfen, sondern jetzt in eine Seelengeste, und dazu brauche ich natürlich Vertrauen, das ist völlig klar. Denn ich habe Angst im Sinne von, ja, ich spüre die jetzt ehrlich und ich gestehe mir auch zu, dass ich Angst habe. Und natürlich sind existenzielle Ängste, das muss man einfach auch sagen, manchmal mit Traumatisierungen verbunden, die bis zu starken körperlichen Reaktionen führen können. Dann greift die Seele in den Körper, in die körperliche Erinnerung ein. Und das kann auch wirklich, das weiß ich, das will ich nicht kleinreden, das kann auch heftige Reaktionen auslösen. Das Wichtigste ist immer zu wissen, da gibt es einen Boden drunter. Ich bin da nicht allein. Aber dieses Ich bin nicht alleine, ich habe ein Schöpfergeistwesen, was sich immer mit der Heilung in die Zukunft verbindet,
Das braucht halt einfach mal dieses Vertrauen, dass die Tür aufgeht. Wenn ich das Gefühl habe, ich muss das alles alleine schaffen, dann komme ich eben auch wieder in die Hybris. Das ist ja praktisch wieder Gegenentwurf zu dem, was du gesagt hast, wir müssen alles machen. Oder ich muss es alleine schaffen oder ich bin alleine hier. Nein, wir sind nicht alleine. Wir sind verbunden mit dem, was werden will in eine heilsame Zukunft. Nur das Öffnen dafür kann mir niemand abnehmen. Und dieses Lauschen, wenn jetzt die Angst hochkommt und ich da drin auch wirklich ohnmächtigst niedergedrückt werde, dass es da einen Auferstehungsprozess gibt. Der kommt vielleicht nicht heute und morgen, aber wenn ich jeden Abend drum bitte, kommt er vielleicht übermorgen im Sinne eines Gedankens, einer Kreation, einer schöpferischen Veränderung meiner Vorstellungswelt. Denn wir sind uns überhaupt nicht klar, wie viele Gedanken wir am Tag denken und damit wie viele Vorstellungswelten wir in diese Welt projizieren, die mit dem, was ist, gar nicht wirklich konkurrent sind. Und jetzt wird uns gezeigt, was gerade ist, auf eine sehr dramatische Weise. Ne? Ja, und da spielt, du hast jetzt was gesagt, wo mir immer das wieder bewusst wird. Wir wollen ja einerseits, ist dieses permanente, wir wollen in uns drinnen so ganz stark und dieses, ich muss ja funktionieren und tun. Und auf der anderen Seite auch so das Gefühl, ich habe ja keine Zeit. Ja, also ich habe, weil du gesagt hast, es muss nicht heute oder morgen sein. Ja? Und das dürfen wir, glaube ich, auch wieder lernen, weil eine Lösung, oft ist dieses Hinschauen schon mal der erste Lösungsprozess. Ja? Und ja. Lösung ist ja nicht etwas, was jetzt von jetzt auf gleich kommt, sondern das darf einfach Raum oder das braucht Raum, um entstehen zu können. Das heißt, in dem Augenblick, wo ich vielleicht für mich bewusst wahrnehmen kann, da ist jetzt eine Angst vielleicht da. Ja? Aber ich habe diese Angst nur und ich habe auch die Möglichkeit, sie wieder zu verändern in etwas Positiveres, ja? In etwas Angenehmeres vielleicht. Dass ich einfach mir diese Zeit auch nehme, beziehungsweise diesen Raum öffne und sage, okay, ich habe das jetzt wahrgenommen, schauen wir, was passiert. Ja, schauen wir, was kommt. Schauen wir, was passiert im Sinne von, es kann auch eine aktive, bewusste Passivität sein. Also ich muss es nicht machen. Lösung ist ja nichts, was ich mir vorstelle, sondern in dem Wort steckt ja lösen. Also ich löse mich von etwas und das schafft Raum für Lösungen. Das ist ja ein ganz anderes Draufschauen. Kommt da sozusagen auch vielleicht was auf mich zu? Manchmal sind es Menschen, die durch mich durchsprechen oder ein Video, den ich zufällig anschaue oder ein Buch, was mir in die Hand fällt, ja? Oder eben auch ein Gedanke am Morgen, den ich so noch nie habe denken können, wo ich denke, boah, wenn ich jetzt so denke und drauf schaue, dann merke ich, da werde ich wieder hell, da werde ich wach, da geht mir das Herz auf, da durchströmt und durchfließt mich eine Freude und daran kann ich erkennen, jetzt komme ich wieder in den Fluss, denn ich bin halt abgeschnitten vom Fluss des Lebens, wenn wir zu sehr in Vorstellungen von dieser Welt leben, die wir permanent perfektionieren und kontrollieren. Und der Lebensfluss durchströmt uns wieder authentisch, wenn wir eben auch ganz tief vertrauen, dass diese ewige Quelle immer fließt, wie du sagst. Das hört ja nicht auf. Du hast es, glaube ich, vorhin so genannt von, da geht's doch immer weiter. Und das ist eigentlich was Wunderbares, wenn wir das mal zu uns nehmen, dass wir da in diesem Fluss getragen werden. Und klar gibt es da auch diesen Tod, der dann endgültig ist, aber dann liegt es natürlich auch an meiner Glaubenskraft. Wie sehr geht es auch danach weiter? Und es ist ein physischer Tod, ein materieller Tod. Aber unser seelisch-geistiges Wesen, ja, bleibt ja lebendig. Ich glaube, das ist etwas, was wir als Gesellschaft vielleicht auch jetzt in der Zeit ganz bewusst annehmen, lernen dürfen, dieses, es gibt den Tod einfach auch in unserer Gesellschaft. Ja, es gibt ihn, er ist da und wir erleben es ja jeden Augenblick eigentlich wieder, weil jeder Tag, den wir loslassen, wird ja eigentlich, den müssen wir sterben lassen, in Wahrheit. Ja, und ich glaube, das Wichtige ist einfach, dass wir hinkommen zu dem, dieses, es gibt alles, ja. Und dieses Fallenlassen, Loslassen ist ja oft auch wirklich so mit einem Ausatmen verbunden. Und das ist, glaube ich, etwas, was auch sehr vielen Menschen hilft, wieder so in diese Atmung zu kommen. Und wir haben es, glaube ich, im ersten Video angesprochen, dieses Innehalten und bewusst atmen. Und
Loslassen hat für mich auch etwas mit dem Ausatmen zu tun. Weil in dem Augenblick, wo wir ausatmen, müssen wir eigentlich das Vertrauen haben, dass wir auch wieder einatmen und dadurch wieder Luft bekommen. Ja? Also es ist dieses Spiel eigentlich, was wir mit der Atmung tun können. Und wenn wir ausatmen, gehen wir in einen Entspannungsprozess im Körper. Ja? Also wir lassen so richtig los. Ja, und ich glaube, manchen Menschen hilft es vielleicht, sich das wirklich so zu visualisieren. Ja. Ich habe da jetzt ein Thema, mit dem muss ich mich auseinandersetzen. Mit dem müssen wir uns alle auseinandersetzen als Gesellschaft. Ja, mit der Frage, wo kommen wir her und wo wollen wir hingehen? Und in dem Augenblick, wo wir bewusst dann ausatmen und sagen, vielleicht habe ich eben heute nicht die Lösung oder morgen, aber in dem Moment, wo ich ausatme und loslasse, kommt sie vielleicht. Ja, und es passiert immer etwas, weil die Erde dreht sich weiter. Die Sonne geht jeden Tag wieder auf. Ja. Die Vögel zwitschern, die Blumen blühen. Es passiert. Ja. Es ist nicht irgendwann aus, schwarz und zu Ende. Ja. Es kommt immer was Neues. Man sieht das ja auch im Wald so schön. Ja. Der Baum fällt um, der eine, der stirbt. Und aus diesem Baum kommen die neuen Bäumchen heraus. Und nicht nur einer, sondern das sind dann vielleicht 10 gleich, die daraus kommen. Ja. Das ist jetzt was ganz, ganz Wichtiges, würde ich auch gern genauso nochmal mit anderen Worten aufgreifen, weil ich glaube, es ist essentiell, das erstmal denken zu können, dass es dieses Nichts, vor dem wir Angst haben, gar nicht gibt. Also auch im Tod ist Leben. Ja, es ist immer die andere Polarität auch da. Auch wenn wir das Gefühl haben, wir fallen, gibt es gleichzeitig Aufrichtekräfte, die immer da sind. Und ich liebe ja Gedichte und eines davon ist, es wächst viel Brot in der Winternacht. Das finde ich so tragend, ja, dieses Gedicht zu merken, auch wenn alles dunkel und eisig ist, tief in der Erde ganz viel Leben. Da passiert richtig was, sonst könnte nämlich nicht im Frühjahr, wie wir es jetzt erleben, mit einer Widderkraft, und das Widder ist ja reine Willenskraft, jetzt sozusagen diese Blüten und Knospen rausschießen, ja, mit diesem, ja, ich will leben. Ja, das kommt aber nur, weil vorher eben dieser scheinbare Tod und dieses scheinbare Nichts da war, was aber eigentlich nur eine Polarität ist von dem anderen, aber es bewegt sich auch im Nichts. Immer etwas. Dieses Vertrauen möchte ich eigentlich, weil ich es auch selbst so oft erlebt und erfahren habe, am liebsten allen Menschen immer geben, man darf sich in dieser Seinsqualität, die wir angesprochen haben, wirklich geborgen fühlen. Das ist wie ein großer Schoß, wie eine große Mutter, eine Urmutter, die uns immer hält und nährt, auch wenn wir meinen, wir machen nichts oder wir leisten nichts oder wir funktionieren gerade nicht. Das ist in Ordnung. Unser inneres Kind weiß vielleicht noch, wie es ist, an dieser Mama zu saugen oder in dieser Gebärmutter zu schlimmern und zu wissen, wir sind versorgt. Und das gilt für uns große Menschen auch. Wir dürfen uns versorgt wissen. Wir dürfen uns versorgt wissen und ich glaube, wir dürfen uns jetzt auch in diesen Tagen fallen lassen, die wir, ich kann es immer nur wieder sagen, es ist ja wie ein Geschenk, was wir bekommen. Ja, wir bekommen dieses Geschenk, wir dürfen beisammen sein, wir dürfen in dieses Sein eintauchen eigentlich. Und so wie du sagst, es passiert ja nichts, wenn ich jetzt mal sage, ich steige aus dem Hamsterrad, in dem ich mich jetzt bewegt habe. Weil ich komme auf einmal vielleicht zur Ruhe und ich entdecke im Augenblick, im Spiel mit den Kindern, ja, in dieser Sternennacht vielleicht, die ich mit den Kindern dann auf einmal wahrnehmen kann, die da ist, weil ich nicht das Gefühl habe, ich muss morgen ja um 7 Uhr in der Früh schon wieder alle fix und fertig haben, damit sie im Schulbus sitzen oder sonst wo. Sondern ich kann einfach diesen Augenblick genießen. Was jetzt nicht heißt, dass wir unsere Aufgaben links liegen lassen sollten. Ich sehe das ja selbst immer wieder bei uns. Nur wir haben mehr Zeit auf einmal und mehr Kraft für diese anderen Dinge, die auch noch da sind, wenn wir das Sein auch genießen können. Und das ist, glaube ich, etwas, was wir beide den Menschen mit auf den Weg geben wollen, diese Zeit jetzt einfach auch nutzen, ja? Um zu diesem Sein und nicht zum Werden zu gehen, ja, sondern wirklich dieses Sein einmal spüren und wahrnehmen. Wer sind wir? Wer bin ich? Wo möchte ich eigentlich hin? Ja. Ja, wunderbar. Innerlichkeit.
mal als Polarität zu dieser Veräußerlichung, als wichtige Geste zu begreifen. Ich bin und ich bin jetzt einfach. Das ist was ganz Schlichtes. Und in dieser Schlichtheit, finde ich, kann es eine unglaubliche Kraft und Schönheit entfalten. Ich jeden bin. Fall. Ich bin und wir sind jetzt, glaube ich, mal das Osterwochenende. Ja. Genießt es, ihr lieben Menschen. Und wir werden sicher weitersprechen über diese so spannenden Themen, weil ich greife es jetzt einfach auf, wann, wenn nicht jetzt, drüber sprechen. Wann, wenn nicht jetzt? Danke. Klasse. Danke dir. Ich bin dir ganz auch. bei dir. Alles Liebe, ihr da draußen, und frohe Ostern. Ja, alles Liebe euch.